Ich höre irgendeine Stimme, die flüstert, was? Die flüstert mir schöne Sachen, Herr Mir. Was soll ich machen? Ja, er hat eine sehr sanfte Stimme. Das stimmt. Stufe 27. Ich lass mich nicht vom Fremden am Flüstern, das haben mir meine Eltern immer gesagt. Besonders wenn die nur einen Mantel und nicht drunter anhaben. Mein Gott, die werden schon aus der Entfernung abgeballert, bevor die überhaupt getriggert sind. Stufe 27. Hoffentlich stirbt noch mal einer von uns, Daniel, sonst bist du da die Schande der Familie. Dann bist du der Einzige, der wegen der Story geschaut. Aua! Der hat einen riesigen Hummer als Arm und er ist tot. Was nochmal? Ich hab's nicht gesehen. Ich bin gerade falsch, glaube ich. Ich nach oben. Ja, sieht ihr, hier sind noch Gegner, der Raum muss noch gesäubert werden. Geh weg. Komm nicht weiter. Nein, niemals. Kann ich meine Krähe nicht einsetzen? Ah, der brennt. Shit, er hat die Skorpione beschworen. Ich sage, wenn der Dame die Skorpione beschworen. Das kann ich auch bald. Gib mir nur 8 Level. Glaube ich. Ja, sag ich dann auch, ey. Ne, 2 Level, keine Ahnung. Gib mir ein paar Level. Ich weiß nicht, ich kann irgendwann auch andere Art von Golem einsetzen statt Knochen, weil ich. Ja. Irgendwie kann ich dann aus meinen Dienern, die kann ich dann alle zusammensetzen, irgendein Ungetüm schaffen oder so, weiß ich oh, nicht. Oh geil. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, alle meine Diener irgendwie gegen ein großes einzutauschen. So ein Skelett Megasort. Ja. Ja, Ende des Ruins wieder. Dein Golden Markt. Gegner haben 1% durchdringende pro Gebietsstufe. Für jeden Schadenstyp bis zu einem Maximum von 75. Ja. Wer ist er denn? Der Überrest des Imperators. Wie ist er denn zurückgekehrt irgendwie? Ah. Komm her, Stück. Oh, er macht sogar Kampf. Da wurde meine Frage direkt beantwortet und er ist tot. Aua! Wir haben noch Schaden genommen gerade. Wollte ich irgendwas. Der ist ein Zauberstab, der irgendwie komisch um den Rand ist. Ja. Nächste. Ja, ne, ich habe doch einen Gürtel bekommen letztens. Ist ja besser als meiner. Nö. 3 Trankslots. Ja, oh, ich habe. Genau, ja. So, was ist das hier? Ist das der Splitter, den wir suchen müssen? Füge die Epoche zusammen und brett den Zeitriss. In der Ruine vibrieren deine beiden Splitter vor Kraft, während die Leere näher kommt. Der letzte Splitter liegt vor dir. Nimmst du ihn, wirst du das als Epoche bekannte Relikt vervollständigen können. Deine Hand den Splitter entgegenstrecken. Wow. After eons alone, Cutscene. Three again become one. On the precipice of a broken world, there is hope. The epoch is reforged. Nach Äonen der Einsamkeit wurden drei wieder ein. The real journey began. Also wir haben das Problem, dass diese Äonen haben innerhalb von ein paar Stunden gelöst. Mhm.
Jetzt fängt das Spiel erst richtig an. Ja. Das Ende der Zeit. Da steht sogar, die Reise beginnt jetzt. Ja. Das war jetzt nur das Tutorial, die ganze Zeit davon gespielt haben. Willst du mich auf den Arm nehmen? Das war nur ein Tutorial-Level. Das da drüben ist der erste Level. Ja, habe ich denn dann alles wieder eingesammelt? Irgendwas Gutes? Oh, wo müssen wir denn hin jetzt? Für die Quest wieder hier oben hin. Ich rede schon mal mit dem Typen hier oben. Ist das Ding so viel schlechter als... Oh, I believe we have identified when the void began to sweep over the world and who is likely responsible. The year 1005 in the imperial era. Was soll ich tun? Centuries before the world was ruined, it faced a different threat. The immortal empire. Aber wir müssen uns in Imperium stellen. They were once human, but their dark magic twisted them into a vile mockery of life. These undead fiends hunted the living at the whim. Der unsterbliche Imperator, Darth Tate. We believe that it was his greed for power that unleashed the void upon the world. Stopping him is our best chance at changing fate. The Epoch will guide your way. It knows the weavings of fate far better than any of us. Übersetzung, ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Seek out the outcast. Ich habe gefragt, wie kommen wir da hin zu dieser Epoche? So, oh, die Epoche wird dir den Weg leiten. The Epoch. The rest will be up to you. Ich bin soweit. Okay, und hier ist wieder so ein Portal, das uns zu einer Epoche führt. So ein Ligan ist. Alles klar. So, ich verkaufe erstmal ein paar Sachen hier. Meine Rede. Muss gleich wieder mit dem Typen da oben hier reden. Ist hier überhaupt ein Shop irgendwo? Ja, ich bin gerade da. Oh. Da, da, mein Gott. Nur einen davon habe ich nichts. Irgendwie muss man hier Sachen nicht reparieren, oder? Nee. Da aber ist, ich bin auch noch nicht gestorben. Da ist der Shop. Nur schon die ganze Zeit hier in den Shop. Dann verkaufe ich mir meine Sachen. Hier ist mein richtigen Knopf, bitte. Ob ich sage, komm stärker als diese zwei anschwert. Weg damit. Weg mit dem Katalysten. Super Rolf, nein! Oh, Akolytenhelm habe ich gerade hier. Plus 6 Intelligenz, plus 12 die Gesundheit und plus 3 Ausdauer. 61 Rüstung. Wert was für dich? Okay. Ich packe einfach mal. Warum soll ich dir dank hier? Ich kann sowieso nicht tragen hier. Ich habe da den Mülleimer in Geschenk reingepackt. Danke, ich bin der Mülleimer, alles klar. Nein, du bist der Müllschluckler. Der Müllschlucker, nicht Schluckler. Schluckler, alles klar. Der Milchschnuckler. So, die Klaue. Achso, das ist, was du mir gegeben hast, genau. Nee, das will ich noch nicht wegmachen. Ah, weg mit dem Zeug hier. Heiliger Hammer, weg mit dem Zeug, weg mit dem Zeug.
Take care. Ja, hier springt man also in den Tod, aber wenn man nicht Schnauze voll hat, das ist klar. Ich habe schon mit dem Quest-Opa da geredet, ich gehe jetzt in eine andere Epoche. Naja. No, mehr haben wir ja nicht, ne? Ja, hab ich jetzt auch. Ich hab jetzt irgendwie ne, irgendwas über meinem. Ich hab jetzt mal angezogen, was er mir gegeben hat. Ey. Ja. Sehe ich aus wie ein Freak. Weil. Guck doch mal mich an. Ja. Ich laufe mir in den Felsbrocken durch. Ja, Daniel, du siehst wie ein Primitivling aus, ey, mit dem Stein da, ey. Ja, der sieht so kunterbunt irgendwie aus, ey. Der voll so zusammengeschmissen. Ja, ja, das meine ich. Irgendwie sieht so randomized aus, als hätte einer gedrückt. Randomisierung. Ja. Alter, ey, das. Da ist das der Monolith. Das ist doch Stufe 58. Warum gebt ihr uns das jetzt schon? Bin ich eigentlich vollkommen wahnsinnig. So, dann gehen wir mal in die Epoche da rein, ne? Ja. Boah, ich will mal trinken. Spielen und trinken zur gleichen Zeit. Oh. Muss ich nicht erst mit dem Typen da reden oder hast du schon? Ja, hab ich schon. Ja, okay. Deswegen ist er das Ding hier. Ich sehe, ich weiß auch nicht, ob du das aus. Alle seltenen Feinde haben eine Chance, einen Dungeon-Schlüssel zu hinterlassen. Mit meinem Ladebildschirm und ich höre nur Impossible. Auf höheren Stufen, okay, hast du gehört, seltene Gegner können Dungeon-Schlüssel hinterlassen. Okay. Ich kann den Rest des Landes nicht mehr lesen hier. Ja, auf der Karte war auch irgendwie so ein Dungeon, habe ich gesehen. Okay, Dungeon-Schlüssel, interessant. Das ist niemand, das ist ein bisschen schwieriger oder was? Ein anderer Spieler, also, sind ja, laufen ja andere Spieler rum. Wo sind wir in der Stadt? Ja, ich kann nicht angreifen, da würde ich mal sagen, wir sind in der Stadt. So. Ja, wir sind. Waren da deine Krähen? Nein. Ja, wir sind in der Stadt. Okay, hier haben wir zwei Quests. Ich nehme mal die Nebenquests. Das nennst du Rüstung, entschuldige, was? Besuche die Schmiede im verstoßenen Lager. Stay safe. Okay, was ist der Unterschied zwischen der Schmiede, die man besuchen kann, und der portablen Schmiede, die man hat, ey? Das weiß ich auch nicht. Wir müssen Altera retten. Tut mir leid, ich rette nur Azaro. Okay. Nicht als Kopf. Um ein Experiment Affix auf ein Legendary zu schmieden, muss man den experimentellen zielen oder nicht? Oh, hör auf, Englisch mit Deutsch zu mischen. Oh, warte, mach ich dir jetzt was? Was ist da? Irgendwas ist noch hier. Nebenquests ist ja Schmiede. Tun wir uns jetzt Schmieden erklären, ja? Das wäre gar nicht schlecht, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe das noch gar nicht benutzt. Ja, ich auch nicht. Wir sind wahrscheinlich voll unser Potenzial vergeuden. Quest abgeschlossen. Cool. Alles klar, weiter geht's. Ja, ihr müsst schon erklären, wie das hier geht, ihr Pisser. Wissen wir Bescheid. Da. Was ihr noch? Wie, was wir wollen, was willst du? Also wüsste ich schon, ob wir vertrauen können. Siehst du den Imperialen da drüben? Der hat den Anschluss der großen Akademie. Mit dem kannst du auch reinschleichen, was ich da immer. Okay, ich liebe es zu studieren. Ich habe jetzt so ein Skelett als Kopf hier, oder was? Das ist nur so eine Maske. Naja. Nur eine Zipfelmütze, ne? Ja, das ist eine Mütze, ja. Mein Gott, ich renne voll schneller als du. Ja, ich weiß. Muss meinen Tieren zeigen, wie es geht. So, schon wieder bei der Rennen, nur in einer anderen Zeit. Das ganze Spiel spielt eigentlich nur in einer Stadt. Die ganze Drücke Umschalttasten, ja, okay, das kennen wir ja schon. Diener allein 50% weniger Schaden aus allen Quellen.
Einfach so. Warum ist das SZ so viel kleiner als alle anderen? So, wow. Wer bist du denn? Was, abgeschlachteter? Warum lebt denn der noch? Wenn er schon abgeschlachtet ist. Wow. Ja, schon wieder so ein shit Team Panzer. Jetzt finde ich die überall, diese Panzer hier. Mit 194 bist du. Das ist doch gut, ja. Ja, dann kann ich mehr tragen, ne? Kann ich drei von denen tragen. Das war interessant, dass man irgendwie, während man am Kämpfen ist, man wieder will. Dann erst, wenn der Kampf vorbei ist, ey. Stimmt. Müssen wir aufpassen. Oder ich weiß nicht, ob das nur für Boss-Encounters geht, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß nur, dass meine... Meine Tiere, die kann ich wieder beleben im Kampf, nehme ich an. Ja, das ist klar dann. Also, ja, ich meine, anderen Spieler, wenn der. Du könntest dich zum Beispiel ja nicht wiederbeleben, als du gestorben bist. Okay. Müssen wir aufpassen. Ja, das irgendwie, wenn das, der Kampf muss erst vorbei sein oder so. Okay. Wow. Oder das war wegen dem Boss, der auf der letzten Bosskampf war. Weiß ich. Jetzt kommen wir aber ein paar mehr Gegner. Wir müssen nach oben, ja, links. Die hat noch ein bisschen mehr, wow. Ja, oben links war noch nichts, oder? Oh, das. Wow. Der Bär hat sich teleportiert. Schon wieder. Ich habe hier deine Diener. Ich kann dich nur nicht sehen. Deine Diener sind hier. Okay. Du bist, ja, das sehe ich, das sehe ich. Du bist irgendwie bei mir, bei mir auf einmal. Deinen Angriff, den kann ich sehen, wie du den du da machst. Ey. Was zum Teufel ist hier schon wieder los? Boah. Das ist ja egal. Ich bin ja nicht am Aufnehmen. Ja, Betäubungsdauer. Dann fliegt bestimmt gleich raus oder irgendwie so. Voll auf. Nee, glaube ich nicht. Meine Diener, die sind ja noch da. Das ist das. Ich war gekillt. Wenn mir nicht sehe, ich hatte schon noch voll wenig AP. Cool, ich bin gerade eine, das Spiel gerade ein bisschen am Lecken. Bei mir nicht. Nee. Übermaß an Gegner hier oder was? Das kann gut sein, ja. Oh, meine Ninjas, die werfen mit Säureflaschen hier. Nimm das. Feuer. Und dann Elektro, Überladung. Machst du auch Feuer oder meinst du meine Sachen? Na, deine Sachen. Ja, lass uns wieder an und dann tue ich die elektrisieren. Ja. Ich weiß nicht, was meine Zauberer da für Schaden machen. Die werden halt irgendwie. Ach, nicht vergessen. Da. Bom, bom, bom. Diese Vögel, die halten was aus. Der Knochenbildhauer der Zähigkeit. Okay, die heißen der Zähigkeit, alles klar. Da, oh. Hast du was gefunden? Nein. Aha, los mein Skorpion.
Oh shit, der hat die Skorpione beschworen. Also ich muss mich jetzt an deinen Diener orientieren. Was ist das denn gewesen? Warte nicht. Entfesselt eine Giftexplosion, die alle Gegner um den Skorpion mit 3 Staffeln Gift vergiftet und dazu ein Projektalspiral auslöst, die beim Treffer zusätzlich Gift verursacht. Okay. Mal ausprobieren. Aber die Bären machen voll Schaden. Okay. Warte, geh mal nicht weiter, dann ich bin gerade im Menü. Ich will auch mal hier kurz wie machen wir das denn jetzt? Okay, jetzt muss ich was in, damit ich an den Punkt da rankomme, muss ich in irgendwas investieren, weil ich gar nicht mehr benutze. Interessant. Ja, ja. Also, was kann ich hier noch machen? Kurzzeit-Skorpion und nein, das heißt, ich brauche mehr Diener-Kapazität, sonst kann ich nur. Verdammt. So, nee, warte, das ist auch in Ordnung, oder? So. Jetzt habe ich einen Skorpion, einen Wolf. Ja, genau so will ich das. Alles klar, jetzt habe ich 4 verschiedene Tiere. Gut. Oh, ah. Jetzt kann ich aber nicht mehr springen. Nein. So, mach ich denn hier noch? Also, ach ja, meine Krähen. Boah. Mein Golem versucht, was ist mit Zauberschaden? Dann machen wir den Zauberschaden. So, ich hab dann noch was verbessern kann. Ich, schade. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich muss mich jetzt nur noch an deine Diener orientieren, weil ich dich nicht mehr sehen kann. Also, was kann ich denn hier jetzt aufrüsten? Soll ich mich auf eine Krähe begrenzen? Ich kann sowieso nur eine machen irgendwie. Okay, ich bin fertig. Oh, ich weiß nicht, was ich mit meiner Krähe noch machen soll. Wie das, wenn du sie streichelst? Niemals. Ach, guck dir alle meine Tiere an. Oh. Ja. Problem ist, ich habe gar keine Angriffe mehr. So, ich habe gar keine Sprünge mehr oder irgendwie so. Ich habe nur meinen normalen Angriff jetzt hier. Und die Krähen sind die einzigen, die irgendwie hier so einen Angriff machen. Alle anderen sind eigentlich nur so Boost. Ja, ich nehme mal, mein Skorpion ist halt auch so ein Flächenangriff. Oh Gott, ich sehe dich. Wo bist du hin? Bist du weitergegangen? Ich bin ein bisschen weitergegangen, hier oben noch. Okay, das ist richtig blöd. Da sind deine Diener, okay. Und du wirst auch mit der Karte auch nicht mehr angezeigt, ey. Du bist komplett vom Radar verschwunden. Interessant ist das. Ich fliege unter Mann. Das wieder für einen Bug ist, aber egal. Ich kann deine Diener ja noch sehen. Oh Gott, hier sind viele Diener. Habt ihr was getan gegen mich? Das war. Okay, zeig mir, wo der Daniel ist, der kleine. Ich tue eigentlich nur meine. ich tue nur meine Diener bewegen gerade. Ja, ich verfolge die gerade, weil ich nicht sehe, wo du bist. Ich stehe eigentlich hier die ganze Zeit nur in der Mitte. Ja, aber also, ich kann. Komplett unsichtbar. Ich kann nicht. Das Problem ist, die kann ich nicht auf der Karte sehen, also muss ich mich auch optisch darauf orientieren. Ja. Das ist cool. So, zeig mir, wo der Daniel ist. Ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ja, das ist der Daniel, ja. Ich tue die irgendwo anders hinschicken, in Wirklichkeit stehe ich da, aha. Ich bleib hin trotzdem.
Ah, oh, mein Gott, ist der weggefahren. Ja. Ist von der links. So, es war Geoffrey in meinen Skorpion. Was wollen jetzt überhaupt für ein Skill bekommen? Ich habe keinen neuen Skill bekommen. What? Du bist auch Level 28? Hast nicht 15 Dinger da drin schon? 15? Wo? 15 in was? In deinen hier Nekromantenbaum. Muss ich mal gucken. Ich habe 20 jetzt bei Primalist und 15 bei Tiermeister. Ich konnte schon hier. Ich habe bei Nekromantin habe ich 5. 5? Was? Da steht, also bei Akolyt habe ich gesteckt. Ja, ich habe Fehler gemacht. Ja, du hast die ganze Zeit bei Akolyten hier hochleveln, oder was? Ja, ich habe die ganze Zeit bei Akolyten hier hochleveln. Du wolltest schon sagen, du müsstest doch eigentlich auch jetzt irgendwie ein Skill bekommen. Ich bin ein Idiot. Ja, kann man ja neu verteilen. Bei dieser einen Tante hier. Ja, ich weiß nicht. Ah, ich bin tot! Nein, Daniel! Yeah. Ich nicht, der eine spuckt hier Feuer, okay, das ist ein Boss oder so. Ah, wo bin ich hier gerade? Ich bin irgendwo. Ja, ich bin irgendwo respawned. Ach ja, ich kann ja nicht mehr springen. Ich war gerade im Menü. So, warum habe ich jetzt 3 Krähen? Was? Ja, hab ihn. Und der Daniel ist immer noch unsichtbar. Ich krieg gerade das Kotzen nicht. So. Ich will meinen, okay. Danke. Ich will von ich allen unter. In die falschen Sachen investiert. Ich bin genial. Ja, der hat mich nicht wirklich schwächer gemacht. Ich habe Sachen, die meine Diener und so stärker haben gemacht. Ne? Was habe ich denn da alles eigentlich für Sachen da, ne? Oh ja, das ist die Sache, ne? Ich hab das Mini an. Das ist immer automatisch ausgerüstet. Nicht. Ich habe wieder das hier nehmen, ne? Kriege ich halt in 5 Punkten. Ist ja hier 1, 2, 3, 4, 5. Komme ich dann dahin? Aber ja, perfekt. So Sachen, so tolle Sachen sind die jetzt auch nicht. Also. Ja, ne, das ist bei mir jetzt eigentlich nur eine Sache hier, dass ich einen Diener mehr haben kann. Ansonsten ist da auch nichts. Ja, kann ich ja gar nicht so viele verschiedene Sachen haben. Ups. So, aber das ist mein normaler Angriff. Aufkommender Sturm. Das hier, ne? Hat auch seinen eigenen Skilltree. Wie mache ich ihn das dann irgendwann? Da kann ich ja nur die 5 Sachen hier ausrüsten. Nein. Wenn ich den Skill rausnehme, dann habe ich den nicht mehr. Wird definitiv noch mal umgeskillt irgendwann. Oh, bist fertig. Ja. Mit dem Nerven. Ja. Und well, ich kann ein bisschen, dass du bei mir unsichtbar bist aus irgendeinem Grund. Ich bin halt eins mit der Natur, okay? Bin ja, Primalist. Vielleicht ist das sogar ein Skill, irgendwas von dir. Das wird mich nicht überraschen. Wenn ich habe da so Sachen, wenn ich einen Trank irgendwie. Oh, Daniel, ich kann dich wieder sehen. Ja. Da
also wenn ich so komische Sachen hier, wenn ich nicht ganz verwende, dann wird einer meiner Diener verzehrt, um mich vollkommen vollständig zu heilen oder so. Was soll ich mit dem Spaß? Das ist mein Spiel, ich bin noch nie gestorben. Ja, Daniel. Ja, kann ich bezeugen. So. Ja, die machen aber jetzt Schaden, die Gegner. Die machen ja auch Schaden. Das ist nicht lange her, dann werde ich auch sterben. So, mein Raptor kann jetzt Gift spucken. Dieser Design. Ich wünsche nur irgendwie, die würden hier was machen, wenn ich auch was drücke hier. Mein Skill, ey. Was sollen die denn machen? Da war ja nicht, so wie mit meinen Krähen hier. Hier den, ja. Tisch. Als Skorpion. Oh, ich bin tot. Was? Wie ja, ich hab nicht aufgepasst, Anka. Wie sagt denn? Ich hab nicht aufgepasst auf meine Lebensenergie. Nein. So schnell geht's, ey. Da hat man einmal nicht drauf, ey. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so viel Schaden genommen habe. Warte, warte, wo bist du jetzt? Wo bin ich? Da bist du. Ich komme. Nein, sind alle meine Diener tot. So, wo wollte ich denn jetzt hier hin? Hier, ne? Auf der Jagd. Und ein Schaden. Ach so, ja, ich wollte den Sprung haben. Ich vergaß. Folge den Feuerwerk. Ich habe nicht irgendwie Probleme, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so. So 2 Sekunden nachdem er gesagt hat, oh, das ist mein Spiel. Ja, ja, genau, das ist die Karma. Okay, ich nehme ja übelst viel Schaden, deshalb bin ich gestorben. Ich merke das schon. Jetzt muss ich ein bisschen hier aufpassen. Ne? Nein, wir müssen aufpassen. Ja, da geht's weiter, aber irgendwann ist hier noch. Ja, ist einfach umgekippt. Was ist das denn für ein Vieh, ey? Ah, meine Krähen sind wieder hochgelevelt, aber ich weiß nicht, was ich bei denen leveln soll. Hier ist jemand. Ich muss auf einen Raptor achten. Wow. Habe ich gerade nicht das Menü geöffnet. Ich gerade ein Menü öffnen. Aber dann haben sie geschossen. So, wo bist du? Da bist du. So. Okay. Ledergürtel des Durchhaltevermögens. Ausgezeichnet. Ich kann dich schon da unten angreifen, bevor die auf die Treppe. Siehst du das? Ja. Was ist das? Also meine Skills ausgeraut. Ach so, weil ich keine Mana mehr hatte. Nein.
habe keine Wut mehr. Mein Gott, wenn ich jetzt Skills von einem meiner Viecher einsetze, dann tun die meine ganzen Mana ja vorbei. Ich glaub, jemand kämpft mal, ja, ich sehe nicht. Ich bin so klein. Ein Schlägel. Yes. Ja, tust du ja alles nur durchskippen immer. God's be with you. I'm listening to the story. Ja. Oh, jetzt hin. Geh mir auf den Weg. Spürt Gift. Ich dachte, er greift mit seinem Schwanz an. Wo? Mein Gott, wie viele Effekte hat er denn unter seiner Lebensliste? Ich habe keine Ahnung. Oh, schon tot, okay. Achso, einfach mein Abtor. Mehr Schadensreflexion, cool. Ein zerschmettertes Breitschwert des Hungers. Okay. Na, was ja noch. Hallo, Bonk. Alles ist hier am explodieren. No, what? Wo kommt ihr denn her? Was war das jetzt? Oh. Das ist genau der gleiche Schreiben wie vorhin. Aua, aua, aua. Alter, warum hätten wir so viel aus? So viel aus. Meine Güte, so ein einfacher Skelett-Typ hier. Das hört sich an wie ein Diablo, ey. Das hat ja goldene Resonanz. Resoniert mit Darth Vegas. Wird zum Verschenken eines Gegenstands verwendet, um normale Einschränkungen des Schenkens zu ignorieren. Was? Ich hab grad kein Wort verstanden. Ich irgendwie auch nicht. Ich habe nur meinen Namen gehört. Aber ich am passiven. Ich nehme jetzt kann ich hier, ne? Ja. Also ein Teil Wirkgeschwindigkeit, Angriffsgeschwindigkeit, ja. Das klingt doch nicht schlecht, ne? Die Jagd. Mach meine Vasallen stärker. Was ist denn der Unterschied zwischen Vasallen und Diener? Ich habe keine Ahnung, was sind Schergen? Was Begleiter? Ich habe keine Ahnung. Und das ist alles im gleichen Skill ja aufgelistet. Ja, jetzt haben wir jetzt zwei Sachen, einmal hier und einmal da oben. Die Strahle des Seelenwärter. Nee, irgendwas ist nur hier. Ich glaube, wir sollten erstmal dahin zu der anderen Tür dahin gehen. Na, wir sind jetzt beim Nekromantenbaum und gucken. Nee, noch nicht. Bin ich auf dem Gericht.
Schlumbium, Bombium. Stichwort von Aufstieg. So, die große Akademie, genau, da sollten wir hin. Die große von der Anzahl der Gegner, die du in der folgenden Zeit die getötet hast. Die Monolithen des Schicksals hängt die Anzahl der Gegenstände in der Wow. Also je mehr Gegner du tötest, desto mehr Belohnung kriegst du. Nimm das Stuhl. Nimm das Stuhl Tür. Am Stiel, ich töte dich. Wer ist da? Nicht reinkommen, sonst. What? Nein, so ist besser. Ich will da rein. Okay. Kann man das kaputt machen? Reise in das Zeitalter des Ruins, um die große Akademie in den Ruinen von Valrin zu untersuchen. Alles klar. Weil sie uns nicht vorher sagen können, bevor wir reingekommen sind. Nein, wir müssen erst die Symbole analysieren. Wir müssen erst mal gucken, diese Akademie, ja, die Akademie. Welven im Imperium. Ja, der tut voll den konzentrierten Laser auf mich schießen, ne? Jetzt bin ich ausgeschieden. Schon gegen die ganzen Gegner gekämpft, ey. Ich fall übergezogen, ey. Boah. Schon wieder so ein Typ, der so viel aushält. Ich aktiviere einfach alles, was ich habe. Wenn man stirbt, so. Du kannst mich nicht, ich tue mich automatisch heilen. Aber dann lebt er immer noch. Was ist mit dem Typen? Was stimmt mit dem nicht, Mann? Come on. What is wrong with you, man? Come on. Aua. Come on, baby. Wow. Wow. So, rein da in die Straße der Seelenwärter. Ein Golem. Duff, duff, duff. Ja, nicht deine Skelette gehört. Wir sind alle tot, nein. Schon wieder. Oh, scheiße, Krieg schon wieder. Was mache ich hier? Oh, jetzt nur noch Tote als Ziel haben. Da ist ein Zombie-Hund. Das soll schon mal gehen. Ich muss mich ja mal umschauen. Was ist das für ein Seelenkäfig? Um diese Dings. Wie lange haben wir eine Chance, dir für 18 einen langen Gasweg der Krieger zu erwähnen? Ich weiß es nicht, Mann. Eiskalte Schwingen. Jemand bockt mich auf einer Tausender Korruption mitzunehmen, weil auch immer das heißt.
Rüstung des Feindes zu brechen, dann langen haben wir Chance, die Rüstung des Feindes pro Stärke zu zerreißen. Noch mehr Schaden pro aktiver Krähe. Ja, wenn ich mal mehr hätte, ne? Boah, ich weiß nicht, was ich noch hochleveln soll mit meinem Krähe. Warum fehlt da mein Wolf hier, ey? Jetzt eine Pause hier. Müssen ja am leuchten. Also, wir sollen ja kaputt machen. Nee. Oder? Ich krieg da eigentlich kaputt. Mit einer Diener der Ochsen. Böse Erinnerung. Erfahrung. Danke. Mein Knochenbildhauer. Seine Kunst ist verstören. Da ist das Ding weg, alles klar. Ja, wir haben die Quest abgeschlossen, irgendwie. Ja, ja. Eine Krähe. Klar. Schließ dich mir an. Ich habe nur eine Krähe, wie kann ich denn? Ich höre nicht mehrmals Bär. Jetzt nicht mehr. Nein, das. Der kann sich der Bär. Ja. Das ist nicht einfach nur die Natur, das ist die fortgeschrittene Natur. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Was hat der? Beschwört den Eiskäfer als Verbündeten, was? Also, das ist das Vieh, das ich letztes Mal hatte, alles klar. Ich habe mich irgendwie dann letztes Mal gewundert, was ist das für ein blaues Vieh, das ich da verfolgt habe. Hat er gerade gesagt, Gott damn. God damn! God damn! God damn! Ja, weiter geht's. Man kriegt mehr auf den Keks. Yep. Da könnt ihr nicht mal wie normale Leute schreiben. Ey. Ich weiß, es dauert lange, irgendwas zu schreiben, aber so geht die Grammatik im Tod. Ist auch kein ganzer Satz gewesen, aber. Ihr treibt dieses Land in den Abgrund, Leute. Ja. Ja, FR for real, ne? FR, was? FR for real, ne? Das sagen wir Leute auch, oder? Ja. FR, GG, Roppe Mau. Bei mir verarbeitet eine Geistin zurückgeblieben, der sagt auch immer LOL. Obwohl er gar nicht weiß, was er, wofür das steht, ey. LOL. Was steht das denn? Laugh out loud. Ja. So viel weiß ich auch schon dann. So ich rede aber sowas nicht in der wirklichen Welt. Meinst du, einige Kinder wissen das heute noch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der weiß das immer ziemlich schlecht. Der hat ein bisschen wehgetan. Einige Kinder wissen das wahrscheinlich gar nicht. Ja, das kann sehr gut sein. Ist ja okay, wenn die das schreiben, aber könnt ihr bitte nicht so reden, ey, das ist wirklich ein Wort, Leute. Ja. Außerdem so viel jünger als ich ist ja nicht, der ist irgendwie, keine Ahnung, 27, 28 oder so. Der ist sehr viel jünger als du, aber nicht sehr viel jünger als ich. What? Dein altes Gehirn musste ein bisschen brutzeln, bis das geschaltet hat. Hat er mich gerade beleidigt? Ich
Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber seine Worte machen mich sehr wütend. Okay, alles klar. So, Zeitreise. Ich möchte am liebsten wie ein Barbar schreien. Der verderbte See. Alter, des Ruins. Nur Dienerschaden erhöht den Schaden deiner Totems, Begleiter und anderer Diener. Die Gegner werden gar nicht doppelt stärker, die werden um 100, die gehen von 100 auf 160%. Die werden gar nicht doppelt stärker oder so. Okay. Stand da gerade. Die Gegner? Ja, ja. Okay. Weil wir zu zweit sind, wird die Gegner höher von 100 auf 160% gestiegen. Okay. Also die werden gar nicht doppelt so stark eigentlich. Ja, habe ich auch nicht erwartet. Ich habe nicht wirklich eine Prozentzahl im Kopf gehabt, wie viele Gegner, die sind stärker, die Gegner hier sind, wenn wir zu zweit spielen. Ah, jetzt sind die lachenden Typen wieder. So, wo sind wir überhaupt hin, ja? Was macht man? Ich bin im Menü. Erkunde den verderbten See, alles klar. Wie ich so alle, so eine Kiste, alle so Kisten kaputt machen, dann ist noch irgendwo eine übrig und dann sehe ich noch so einen Blitzschlag da rein. Guck mal, da kriege ich. Sie haben einen übersehen, Meister. Oh. Ja. Bevor du Zielen ausprobierst, auf jeden Fall einen Zielstart darauf und alle anderen noch hochrollen. Das ist klar, ich verstehe. Also weg, Leute. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Was bist du? Gar nichts. I am Block. Es tut mir leid, dass ich geboren wurde. Alter. Unter seinen Lebensbalken sehe ich nur so Vergiftung, Blutung von allen irgendwas. Ja, da kommt hin. Ja, mein Skorpion macht Gift, mein Raptor macht Blutung. Ich bin der Spielleiste, da irgendwie laufen, auf, das Laufen irgendwie angezeigt wird. Ja. Wenn wir das entfernen, können wir da nicht mehr laufen, oder was? Nein. Hier kann man nicht landen. So. Ich wollte das hier, dann wollte ich. Ja, nehme ich denn hier, ne? Natürlich ein blutender Gegner mit einem Nahkampf trifft, hat er einen nächsten Nahkampf. Keine Ahnung. Er trifft, besteht dafür, dass Blutung auf diesen Feind sich zu verdoppeln. Boah, keine Ahnung. Aber es sagt mehr Schaden für jeden Prozentpunkt seiner fehlenden LP. Nein, er hat jetzt Nahkampfzentrum, hat jedoch einen Nahkampfangriff. Boah, dein blöder. Dein blöder. Ein blöder Golem, die ganze Zeit. Duf, 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 duf. Schalt mal den Motor von dem Ding aus. Ey. Oh! Eine Sturm von Kopfnüssen wird auf dieser Niederlage. Meine stählerne Faust wird sich in tausend Stücke zerfallen. Ich liebe das. Ah, jetzt bin ich auch wieder Stufe 30. Warte mal, ich bin mal im Menü.